So, heute ist Samstag, der 4. August. Heute ist es endlich soweit. Heute ist die deutsche Strongman-Meisterschaft in Bad Hölz. Es ist jetzt früh, wir fahren jetzt gleich los. Es ist eine verdammte Hitze, wie schon die ganze Woche. Ja, ein verdammt starkes Teilnehmerfeld. Meine Favoriten sind Dennis Kohlraus, Sebastian Kraus, verdammt stark. Wenn ich noch auf der Liste habe, ist Dennis Biesenbach. Und es ist ein Kollege, ein Teamkollege von meinem Athleten, vom Raffi, der German Godzilla, mit dem ich jetzt 6 bis 7 Wochen zusammengearbeitet habe, über Skype, über WhatsApp, die bei Instagram sind und mich verfolgen, die wissen es. Ja, und es wird schwer, aber ich bin zuversichtlich. Und es geht rund. Ja, ich werde den Wettkampf ein bisschen mitfilmen und ja, seid gespannt, wie es ausgeht. Ich Mama! bin gespannt. Hey Schatzi, komm mal her. Und du kommst auch mit, gell? Heute mach mal. Hua! Mach mal. Hua! Es ist nur zu früh. Ja, hast gerade gefrühstückt. So, und jetzt geht's los. Hey, in 10 Minuten beginnt das Warm-up für die erste Disziplin für den Baumstamm und ich kann ihn nicht wegholen. So begehrt ist man, wenn man der stärkste, amtierende, stärkste deutsche Strongman ist. Herzlich willkommen auf den Plattenplätzen. So, jetzt haben wir uns warm gemacht mit Bändern. Jetzt kommt der hohe Baumstamm mit 125 Kilo. Und jetzt am Baumstamm der stärkste Mann Deutschlands, Raphael Gottschalk. Ja, so muss das aussehen, wenn man stärkster Mann Deutschlands ist. Und Pietro und ich, wir sind langsamer als die anderen. Und langsam schwer. Wird schwer für mich. Wer kommt aus Österreich? Das ist mit 2. Genau. Wo? Wir 2. 4, 5, 6. Okay. Ja, hier, ja. Also, wir beginnen heute mit einem Wahnsinnswettkampf. Und das kann man den ganzen Tag machen. Wir können auch ein bisschen Pause machen. Hinter uns ist die Isar. Da können wir uns dann alle abkühlen. In wenigen Minuten geht's los und wir machen noch einen Abschiedsapplaus vom Warm-up. Für Raphael Gottschalk, stärkster Mann Deutschlands. Ja, so sieht das aus, wenn der stärkste Mann Deutschlands sich warm macht. 165 Kilo liegen auf für den stärksten Mann Deutschlands, Raphael Gottschalk. 160 Kilo auf 1,98. Komm, Ansage jetzt. Und jetzt geht's nach oben. Hopp. Auf geht's, Bad Hölz. Ja, das war ein Kraftüberschuss, der hat ihn nach hinten gezogen. Hat nichts mit der Kraft zu tun, da war ein bisschen Überschuss dabei. Wahnsinn. Nächster, Rafa, bin der Nächste. Ich will kurz sprechen. Ja. Rafi hat ein bisschen eine andere Technik. Wir legen 180 Kilo auf. Für Raphael Gottschalk. Eben ein Versuch locker in den Wert. Aber komm schon! Hoch damit! 175 Kilo! Aber der ist doch stark, der ist doch nicht umsonst der amtierende stärkste Mann Deutschlands. Darf ich den
recht, aber nicht so wie der Wilderer, der hat ja Arme bis zu die Knie gehen, der kann sie hier in die Knie gehen kratzen. Deswegen war ja auch schon mal stärkster Mann der Welt. Richtig. Wegen den langen Armen. Nur deswegen. So, meine lieben Damen und Herren. Werden wir die 510 Kilo sehen? Das ist die Frage. Was sagst du? Sicher. Sicher. Du? Da. Die macht er. Österreich unterstützt Deutschlands stärksten Mann. Er muss es wissen, der Manuel hat gerade einen Einsteigerkampf gewonnen. Hat er? Ja. Hat er gewonnen? Burghausen. So. So, Raphael, jetzt geht's. Auf geht's, Raffi. Und eins. Ja. 3,50. Ja. 3,70. 3,90. 40. 4,30. Super. Auf geht's. 4,50. Drei Leute teilen sich im Moment den ersten Platz. So, das war jetzt der Baumstamm mit 180 Kilo nicht geschafft, 175 gehen in die Wertung. Jetzt beim Kreuzheben 390 Kilo in der Wertung. Leider viel zu leicht irgendwie angefangen, viel zu viel Wiederholungen für den Raffi. Denn 170 Kilo ist er natürlich schnell platt. Ja, und jetzt kommen wir zum LKW ziehen bzw. Helikopter ziehen. Hier, richtig cool. Haben sich richtig was einfallen lassen, Heinz Olesch. Ja, und es macht schon was her. Da hinten das Publikum, hier tobt wirklich die Bude, die Hütte, der Platz. Ja, jetzt geht's dann weiter. Unser Jurist, ich finde, bei dieser Berufswahl hat die gegnerische Partei schon optisch, darf man da eine Einschüchterung erleben. Und dann auch noch Deutschlands stärkster Mann. Raffi! Und los geht's! 22,68, muss er sagen. Raphael Bergele, sieht tief drin, sieht gut aus, sieht gut aus. Mit vier hat er schon die Führung. Liebes Publikum, was ist mit euch los? Komm, Raffi, komm! Ah! Kraft ist weg, sagt er. Tolle Leistung. Vier Objekte in 18,3, nee, 18,93. Es war jetzt der Hochwurf. Raffi ist auf Platz 3. Raus auf Platz 1, Kohlraus Platz 2. Wir sind gut im Rennen. Der Raffi, jetzt kommen noch drei Disziplinen, was seine sind. Der Reifen, Fronthole und Medley. Genau, das Medley kommt noch und das sind in Raffi seine Disziplinen. Ich habe jetzt hier den Dennis Kohlraus, der hat sich gerade warm gemacht mit dem Reifen. Wie fühlt er sich an? Er ist vom Durchmesser ziemlich klein. Der Reifen ist an für sich gut. Das Gewicht ist ordentlich. Ein Manko hat er in der Mitte eine Felge. Und der Reifen ist aufgeklappt. Eigentlich, wenn du einen Reifen wirfst, aber
Und dann sitzt er. Und er shakert halt so. Das kann. Er eiert. Genau. Das kann auch ein Segen sein, weil wenn er shakert, schiebst du einfach wieder die Hände drunter. Dann liegt er kurze Zeit auf deinen Händen auf, tut ein bisschen weh, aber du bist dann schon unterm Reifen. Voll der Freak. Ne? Auf jeden Fall viel Glück. Ich versuche immer das Positive rauszusehen. Ne? Hände drunter, wenn er eiert. Merken. Ich denke, dass beide Finish werden und es geht los. Auf geht's, Jungs! Jawohl, los jetzt schon! Auf meiner Seite Reinhard Meyer, ja. Spitzer mit Faxe, auf Martina Seyer, Seite, so. Auf geht's! Bis jetzt liegen beide gut in der Zeit, knapp 25 Sekunden. Halbzeit jetzt und sie sind schon über der Hälfte. Raffi, noch 3 Wiederholungen in der Hand, er hat es geschafft. Noch 2, Raffi. Und noch eine für Raffi. Und im Ziel. Noch die Bestzeit. Und für unser Faxe heißt es Einzug zur WM. 52,51 für unser Faxe. Und neue Bestzeit. 9,8, neue Bestzeit. Raffaele Gozzini. Na, ihr habt es gesehen, der Reifen ist nicht leicht zu flippen, der ist ziemlich klein vom Durchmesser her. Ich schätze, der wiegt so 360, 380. Aber durch das, dass der Durchmesser eben so klein ist, ist der verdammt schwer zu flippen. Er eiert sehr, ja, und trotzdem gewonnen. Das ist einfach seine Disziplin, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Perfekt. Bitte macht niemals den Fehler an alle Reporter, dass in den Athleten nach so einer Disziplin gerade in Raffi mit 170 Kilo das Mikrofon irgendwie hinhaltet. Passt mal kurz auf. So, jetzt passt mal auf. Seht ihr, wie er schnauft? Wir haben die Bestzeit. Das macht jeder Reporter immer falsch. Bestzeit. Jawohl. Das ist sein Mentor, der ist auch immer mit dabei. Jawohl. Saustark. Wirklich gut. Von diesen zwei darf auch definitiv keiner einen Fehler machen. Mit 2 Punkte fehlen Raffi jetzt etwas größer zum Dennis und auch ja, jetzt muss er richtig Gas geben, der Raffi. Raffi Godzilla gegen Dennis Kohlrus. Die letzten beiden. Es geht um den Titel und es geht um alles. Bis jetzt, Gott sei Dank, Amis! Es geht schon, liebe Damen und Herren, und der muss hier! Und der hat die Scheiße! Dennis Laukes! Beide sehr stark. Jawohl. Wahnsinn. Jawohl. Jawohl. Ist es der Sieg? Kommt auf einer Frühzeit von Dennis. Auflade, komm. Und jetzt zählt die Zeit. Was für Zeit.
Die Zeit ist jetzt entscheidend, wie viele das sich dazwischen drücken. 31, die Zeit mit Raphael. Das ist der Sieg in der Disziplin Medley. Jawohl, Disziplinsieg. Und jetzt schauen wir dann mal, was das in der Gesamtwertung ausmacht. 43, die Zeit für, 49, 93, Samstag. Die Zeit für den Dennis Kohlruss. Erleichtert. Anspannung noch, du rechnest wahrscheinlich, oder? Glaubst du, es reicht? Erhofft, wer von diesen drei, Sebastian Kraus, Dennis Kohlruss oder unser Raffi, wer wird heute als Sieger, als Deutschlands stärkster Mann 2018 diese Arena verlassen? Wir rechnen, unsere Referees geben alles. Und wir kommen dann gleich, aber sicher, zur Siegerehrung. Sag's einfach raus. Bronze. Sebastian Kraus. Drittstärkster Mann Deutschlands. Cool. Du brauchst ja gar nicht. Champions League Qualifikation. Nee, ich bin auch überhaupt nicht aufgeregt. Ja, angespannt. Nee. Das ist die Frau von Raffi. Und? Angespannt? Ja, ich sterbe gerade vor Augen. So. Oh Mann, hey. Ich mach's aber sehr küssen spannend. Lassen wir heute, ja, das ist vielleicht besser so. Für YouTube. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, glaube ich. Ja, nein, du. Ich bin auch. Gegen ihn habe ich nichts, gegen dich sag ich das. So. Platz Nummer 2. Ich bin auch Influencer. Also, liebe Damen und Herren, ein herzlicher Applaus. Es war wirklich sehr eng und man musste den Vergleich ziehen an gewonnene Disziplinen wegen Punktegleichheit. Und er hat den zweiten Platz jetzt erreicht. Platz Nummer 2 geht an Dennis Kohlruss. Hey Raffi, lach mal! So, lache. Dass die Medaille überhaupt um das Knack geht. Ja, blöde wurde wieder der zweite Platz. Darf mal Gummiband. Liebe Damen und Herren, genau, wir können alle gratulieren, wir können alle klatschen. Neuer und alter! So sieht's aus. Hey Martin. Hey. Guter Wettkampf habe ich gerade gehört. War schön. War super schön. Spannend. Ja, genau. Der war so schön, aber bei dem Wetter noch Schützenkreis und jetzt mitmachen. Okay. Das freut mich sehr. Ich habe dich vorhin humpeln sehen. Ja, ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Die zweite Achille sind ja auch abgerissen. Also, wir bauen das jetzt ein bisschen auf. Es wird ein in Polen vor. Ich glaube, 10 Wochen vor Aufkochen bin ich bei der Probe. Bis zum nächsten Mal. Jawohl. Das ist alles wieder gut, aber. Und egal, ich möchte mich bedanken für einen wunderschönen Tag. Hier mal Pause, wir bekommen ich mache mich jetzt wieder auf den Weg. Jetzt, lieber Heinz, alles Wochen. Gute, ja, Dankeschön, danke. Wir sehen uns nächstes Jahr, genau. Macht es gut, ciao, servus. Na gut, da müssen wir dann eh noch Kinderwagen schicken, das geht schon wieder. Das ist der Sinn des Lebens, ja, genau so ist, ja. Kinder zu schaffen, ist genau was anderes ist. Wie Häuser, Autos oder genau. So. Ja, so ist es, ja. Ich wünsche dir alles. Danke. Ciao. Ciao. Oh Mann, die nächste Kamerafrau. Ich warte und warte. Ja, so ist es, wenn man der stärkste Mann wieder ist. Muss man warten, dann muss man anstehen. So, jetzt würde ich aber schon mal gern einen von der ein kleines Stück zurück. Jo.
Stein nehmen, desto tiefer der Griff ist, desto schwerer wird es. 125 Kilo gilt es oben zu halten. Ich sag bitte dann Stopp, ich sag dann die Zentimeter Höhe. Was sagst du dazu? Unterkante. Liebes Gericht, ich muss so wie in der Hand. Okay, du kannst den Griff auf höher machen, wenn du willst. Nee. Stefan. Gut. So, Raffi, ja, jetzt will ich auch mal was von dir endlich. Ah, da ist er! Sieg! Das ist der Pokal, jawohl, wir haben es geschafft. Nach 6 bis 7 Wochen Arbeit zusammen geschafft. Am Ende hat es sich gelohnt. Was sagst du zum Wettkampf? Und los geht's. Nervenaufreibendes Spiel. Jetzt fing an, wie geplant, muss ich sagen. Also wir haben gerechnet, Blockensmotor, erster beim Kreuzheben, lief super. Dann, ich war auf der Hochwurf, ne? Wir haben es nicht geübt. Da wusste ich nicht, wo landen wir da. Und dann mit Top 3 sind wir nicht super gelandet. Das war eins. Wo ich enttäuscht bin, ist halt einfach der Reifen und vielleicht auch was mit dem Truck. Und das hätte ein bisschen besser laufen müssen. Da hätte man 4-5 Punkte nicht liegen lassen müssen. Ne? Beim, ja, auch beim Reifen war er verdammt stark. Also es war perfekt, so wie es war. Er hat gewonnen und nur das zählt jetzt. Dennis Kohlrus war auch verdammt stark. Und, aber es hat nicht sollen sein für Dennis, sondern für Raffi. Das heißt schon mehr, ne? Das ist was ich immer sage, genau beim Football. Ich komme aus American Football. Man muss immer sagen, es muss bis zur letzten Sekunde gekämpft werden. Die Spiele werden teilweise in den letzten 2 Minuten entschieden, komplett. Also da muss man weitergehen. Es kann immer was passieren. Ich meine, der Athleter führt kann auch als letzter in den Ziel kommen, der letzten Disziplin. Aber nicht bei deiner letzten Disziplin. Nee. American Football, ihr habt die Koffer gesehen, die sind geflogen. 2 Meter hinter ihm waren die Koffer der Amboss. Übrigens, 150 Kilo, den hat er hochgeworfen, er hat es gar nicht gespürt. Nee. Den hast du aber trainiert, den Amboss? Nee, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich glaube, ich habe ihn nicht angefasst. Jawohl. Weil Judith sagt immer, Raffi, fass nichts an, was du schon kannst. Jawohl, auf jeden Fall Sieg. Richtig cool. Und das ist das schöne Ding. Hier, fass mal. Hier. Oh, wie schwer der ist. Ich darf ihn nur anfassen. Nein, lass ihn halten. Hast du mit dran gearbeitet? Guck mal, wie schwer der ist. Das kannst du Kölz machen. Jawohl.